Herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Das ist eine neue Folge in der Staffel 2 von Häuser bewerten. Und ja, auf jeden Fall fehlt mir gerade ein Cricket Egg. Deswegen gehe ich jetzt zur Adoption und kaufe mir noch ein Cricket Egg. Okay Leute, ich bin jetzt bei der Adoption. Und ja, ich kaufe mir jetzt das Cricket Egg, so. Und kaufen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, ich würde mich bedanken für 19.397 Anfragen. Das ist so, so krass, wirklich, danke. Und ja, ich nehme einfach mal Aya-1357 an. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute, ich bin jetzt beigetreten. Und ja, ich werde mich jetzt zu ihr teleportieren. So, hi. Ich frage sie mal, ob ich ihr Haus bewerten soll. Soll ich dein Haus bewerten? Oh mein Gott. Okay, die freut sich gerade. Mega cool. So. Ja. Okay. Und auf jeden Fall habe ich auch gerade gesehen, dass wir in einem privaten Server sind. Und hier, wir gehen dann mal ganz kurz zu ihr. So, hier ist es auch schon direkt. Okay. Sie hat ein kleines Haus. Mal gucken, wie es dann drinnen aussieht. Okay. Oha, cool. Die macht ja auf jeden Fall auch etwas zu Halloween. Und der Boden ist auf jeden Fall schwarz und die Wände sind orange. Und dann hat sie hier auf jeden Fall so einen Pirat, so einen, eine Kerze und da ist sogar noch ein Totenkopf. Mega cool. Und hier hat sie auf jeden Fall Zäune gebaut. Da sind wieder an diese Kerzen mit den Totenköpfen. Da sind zwei Kürbisse, wieder ein Zaun. Und hier, wo man eigentlich lang gehen kann, hat sie so Blöcke gebaut. Also das ist so lila und das ist so gelb. Und hier kann man sich hinsetzen. Okay, hier hat sie wieder diese Kerzen und Totenköpfe hingemacht und diese zwei Kürbisse. Und dann kann man hier nach oben gehen. Oha, wie cool. Oh mein Gott, mega, mega schön. Ich schreibe ihr mal. Oha. Also hier ist der Boden auf jeden Fall so schwarz und hier ist das so orange. Und ja, hier ist auf jeden Fall ein Zaun, da ist so eine Lampe, hier ist dann noch so ein Kürbis, hier ist so ein Baum. Das sieht so cool aus, dass er so schwarz-orange ist. Da ist dann noch so ein Kürbis, wieder diese Kerze, wieder noch ein Kürbis, noch eine Kerze. Und hier hat sie dann wieder so Zäune gebaut und da sind dann so zwei Grabsteine und da hat sie auch RIP drauf geschrieben. Das sind so welche zwei Erde und dann hat sie hier auf jeden Fall noch ein paar Kerzen und da ist ein Kürbis und da ist auch noch eine Kerze, also richtig cool. Und hier hat sie auf jeden Fall auch noch so einen Zaun gebaut und den dann lila gemacht. Das sieht auch voll cool aus. Und hier ist so ein Teppich, der rot ist und da sind so welche gelben Streifen. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Ui, okay. Hier ist der Boden auf jeden Fall weiß und die Wände wieder orange. Da ist dann ein Kürbis. Jetzt gehen wir hier lang. Hier sind auch wieder zwei Kürbisse. Hier ist dann noch so zwei Schränke. Da draußen sind drei Kerzen. Wieder diese schwarz-orangene Baum. Da sind dann noch drei Bücher. Und da ist noch so ein lilaner Teppich, der lila-weiß gestreift ist. Und jetzt gehe ich mal hier lang. Okay. Auf jeden Fall ist hier auch etwas Lilandes. Und hier hat sie eine mega schöne Küche gebaut. Und ja, auf jeden Fall ist der Boden jetzt wieder weiß. Und die Wände sind jetzt wieder orange. Und hier hat sie auf jeden Fall eine schwarze Couch gebaut. Machst du Video? Ja. Oh mein Gott. Hier sind ganz, ganz viele Schränke in lila. Da ist noch eine Mikrowelle. Hier ist noch so eine Kerze, also so eine Totenkopfkerze. Hier ist ein Waschbecken, ein Kürbis. Dann ist hier noch ein Ofen. Hier ist dann noch so Tee und da ist dann noch drei Kerzen, so eine Laterne. Hier ist dann noch so ein Kühlschrank, da kann man eine Pizza holen. Und hier sind wir auch noch so welche Regal, also hier ist ein schwarzes Regal mit einem Totenkopf drauf, mit dieser Kerze. Zwei normale Kerzen und ein gelbes und ein lilanes Buch. Und hier ist noch ein Kürbis. Und hier ist auf jeden Fall auch noch ein Teppich, der schwarz-weiß ist. Mega cool. Und jetzt gehe ich mal hier entlang. Hier hat sie auf jeden Fall auch wieder so Erde gebaut. Und dann sind hier drei Kürbisse und da ist ein Zaun. Jetzt gehe ich mal hier lang. Ui. Hier ist eine Toilette. Da ist auf jeden Fall wieder ein Regal und da ist so ein Totenkopf. Zwei Kerzen, wieder ein ein gelbes und ein lilanes Buch. Hier hat sie auf jeden Fall eine Badewanne gebaut. Und das sieht so cool aus, dass es hier so schwarz ist. Und das sieht dann aus wie Blut. Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Aber echt richtig krass. Boah, guckt mal. Sieht aus, als würde ich da so, wenn ich da sitze, in Blut baden. Boah, okay, das gefällt mir echt richtig gut. Und ja, hier ist auf jeden Fall auch noch so schwarz-weißer Teppich. Dann ist hier noch eine lila Dusche. Hier ist dann wieder so ein paar Schränke in lila. Und da ist noch ein Waschbecken. Da ist dann wieder so eine Laterne, ein Spiegel. Hier sind wieder drei Kerzen mit dem Totenkopf hier auch an Kürbissen. Da sind auch noch so Handtücher. Also echt richtig cool. Und hier ist auch noch ein Gang. Sag ich mal rein. Okay. Auf jeden Fall ist hier ein schwarzes Fenster. Hier ist ein Kürbis. Da ist ein Tisch mit einem schwarzen Buch drauf. Drei Kerzen, noch eine Totenkopfkerze. Wieder dieser Baum in gelb und schwarz, dann hat sie hier noch einen Teppich gebaut, der schwarz-weiß ist. Da ist dann auch noch so ein Körbchen für die Pets. Hier ist wieder ein schwarzes Fenster, ein Kürbis, da ist ein Babybettchen.
Und hier ist mir auch noch etwas mega cooles gebaut worden. Hier sind so drei Bettchen in Rot. Und da sind dann noch so welche zwei Grabsteine. Hier ist ein schwarzes Regal mit zwei Büchern drauf. Wieder lila und gelb. Drei Kerzen und wieder eine Totenkopfkerze. Also echt richtig schön. Und hier hat sie auf jeden Fall auch noch ein mega, mega schönes Wohnzimmer gebaut. Hier ist auf jeden Fall so ein weiß-orangener Teppich. Da ist auf jeden Fall auch noch ein Kürbis. Da auch. Hier ist ein schwarzes Sofa. Da ist dann auch noch so welche drei Messer. Hier ist auch noch so ein Regal wieder mit drei Kerzen und den zwei Büchern in lila und gelb. Ein Fernseher ist hier und dann hier wieder diese Kerze mit dem Totenkopf. Okay, Leute, ich habe gerade gesehen, da oben ist auch noch etwas. Oh mein Gott, wie cool. Okay, also hier hat sie auf jeden Fall mega schöne Sachen noch gebaut. Oha, im Dunkeln sieht das hier richtig cool aus. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Tisch und da ist auf jeden Fall hier so eine lilane Tischdecke. Und hier hat man noch so etwas zum Sitzen. Da ist ein Kürbis, hier sind wieder Zäune. Da ist ein Kürbis, eine Laterne, ein Kürbis, eine Laterne, wieder ein Kürbis. Und das sieht hier, oh mein Gott, wie cool, oha. Hier hat sie so welche schwarzen Wände gebaut. Und hier sind drei Laternen und ganz viele Kürbisse. Und hier sind auch noch ganz, ganz viele Fenster. Also es ist echt so schön, ihr Haus. Also echt, aus so einem kleinen Haus hat sie so etwas Schönes gebracht. Und ich sag ihr mal, sie soll mich antraden. Jetzt hat sie mich angetradet und ich gebe ihr auf jeden Fall das königliche Ei. Weil ihr Haus einfach so unfassbar schön. Das gefällt mir so, so gut. Und sie hat auch, oh mein Gott, danke geschrieben. Ich habe hier auch ein Halloween-Haus. Und das kann ich auf jeden Fall dann auch noch für das nächste Jahr benutzen und so. Und sie hat auch gesagt, oh mein Gott, danke. Gerne, oh mein Gott. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ja, ich nehme einfach mal ESLTM168 an. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall ihr jetzt beigetreten. Und ja, ich habe ihr dem Mädchen vorhin dieses königliche Ei gegeben. Und ja, deswegen gehe ich zur Adoption, kaufe noch ein königliches Ei. Okay, Leute, ich bin jetzt bei der Adoption und ja, weil ich dem Mädchen ja vorhin, wie gesagt, das königliche Ei gegeben habe, werde ich mir jetzt noch eins kaufen und kaufen. Und ja, ich würde sagen, ich werde mich jetzt zu ihr teleportieren. Und auf jeden Fall ist sie auch schon hier und ich schreibe ihr jetzt mal. Hi, soll ich dein Haus bewerten? Oh mein Gott, bin dein Fan. Danke. Ja, machst du eine Folge? Ja, komm. Aki. Und ja, ich werde hinterher rennen. Okay, Leute, wir sind jetzt bei ihrem Haus. Und ja, auf jeden Fall hat sie mich gefragt, ob ich sie grüßen kann. Ich grüße ESLTM168. Und ja, ich gehe jetzt in ihr Haus rein. So, hier, okay, mega, mega schön. Und ja, auf jeden Fall ist der Boden so Holz und die Wände sind so blau-weiß gestreift. Und ja, hier hat sie zwei Fenster, da ist eine Kiste, hier ist ein Glastisch und da ist noch eine Kerze. Und hier eine Blume. Und hier hat sie einen gelben Sessel hingemacht. Jetzt gehe ich mal hier lang. Okay, hier hat sie ein bisschen schön eingerichtet. Also sie hat so welche lilanen Wände, wo so welche Sterne drauf sind. Und auf jeden Fall ist der Boden, hier der gemütliche Boden in dunkelgrau. Und hier ist ein Fenster. Und ja, hier ist noch eine schwarze Lampe. Hier ist nochmal so eine Glastür. Und hier ist auf jeden Fall auch noch etwas zum Schlafen für die Pets. Und etwas zum Trinken und zum Essen für die Pets. Und da ist auch noch ein Fenster. Also richtig, richtig cool. Und jetzt gehe ich mal hier lang. Auf jeden Fall ist hier so ein Pizzateig, der in der Luft ist. Und ja, hier ist auf jeden Fall der Boden so schwarz-weiß. Und auf jeden Fall sind hier noch die Wände so komplett weiß. Dann ist hier noch so ein grauer Kühlschrank. Hier sind auch noch so ein paar graue Schränke. Dann ist da noch so ein Donut. Hier ist ein Waschbecken. Hier sind vier Flaschen. Da ist ein Fenster. Und hier ist auch noch so eine Lampe. Und sie hat geschrieben, ich liebe deine Videos. Danke. Und ja, jetzt gehe ich nach oben. Okay, hier hat sie schon mehr gebaut. Oh mein Gott, Leute, auf jeden Fall gerade der Server war gerade zu. Und es ist gerade einfach das Update gekommen. Oh mein Gott, okay, also ich habe hier auch gerade sowas bekommen und sie hat auch gesagt, oh mein Gott, Update. Oh mein Gott. Alles, oh mein Gott, also richtig cool. Okay, Leute, auf jeden Fall hat sie den Boden und die Wände gleich, nämlich sind da so welche Schuppen drauf, die in Regenbogenfarben sind, also mega, mega schön. Da ist noch ein Fenster, hier ist ein Pool, da ist eine Palme und da ist auch noch ein Fenster. Und ja, hier ist auch noch so eine Box.
Und ja, jetzt gehe ich mal hier lang. Okay. Hier dürfen wir die Wände und den Boden auch wieder gleich in Regenbogenfarben. Und es sieht aus, als würde man das so selbst gemalt haben. Also auch mega schön. Und dann ist hier noch ein Baum. Hier ist dann noch so ein Tisch mit einem Koffer, einer Kerze drauf. Da ist ein Mülleimer. Hier ist dann noch so etwas zum Schlafen für die Babys. Und da ist noch ein Bett für die Eltern aus Donuts. Mega cool. Und hier ist noch ein Regal. So. Jetzt gehen wir hier zum Badezimmer. Und hier ist der Boden auf jeden Fall schwarz-weiß kariert. Und die Wände sind weiß. Hier sind drei Schränke, die blau sind. Und da ist noch so ein Waschbecken. Dann ist da auf jeden Fall so ein Fenster. Hier ist ein Handtuch. Und ja, auf jeden Fall ist hier noch so eine Dusche und eine Toilette. Und da sind wir auch noch ein Fenster. Und da oben ist noch eine Lampe. Und ich schalte sie jetzt an. Ich gebe ihr auf jeden Fall das Pet-Egg. Und ja, natürlich akzeptiere ich das jetzt. So. Oh mein Gott, danke. Gerne. Okay. Ich akzeptiere natürlich. Sie auch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den Anfragen wieder. Okay, Leute. Ich bin jetzt bei den Anfragen. Und ich mache mal Lotti15091 an. Und ja, ich werde jetzt beitreten. Okay, Leute. Ich bin jetzt beigetreten. Und ja, auf jeden Fall habe ich ja dem Mädchen vorhin dieses Pet-Egg gegeben. Deswegen gehe ich jetzt zur Adoption, kaufe mir noch ein Pet-Egg. Okay, Leute, ich bin jetzt bei der Adoption. Und ja, ich kaufe mir jetzt noch ein Pet-Egg. So, okay. Und kaufen. Und ja, sie hat gerade oh mein Gott geschrieben. Hi. Und ja, ich schreibe jetzt mal, Lotti, soll ich dein Haus bewerten? So, ich habe sie jetzt gefragt, Lotti, soll ich dein Haus bewerten? Mal gucken, was sie jetzt sagt. Ja, Aki, dann geh mal zu deinem Haus. Ich habe einen Salon. Aki. Und ja, ich werde hinterher rennen. Okay, Leute, wir sind jetzt bei ihrem Haus. Und ja, da gehe ich jetzt mal rein. So, okay, ui. Auf jeden Fall ist ihr Haus gerade so. Und der Boden ist so Holz und die Wände sind weiß. Und ja, hier beginnt es auch schon mit einem grünen Baum. Und auf jeden Fall ist hier noch so ein Sessel. Da ist dann auch noch so ein Sessel. Hier haben wir dann drei Bücher und hier ist noch ein Tisch. Hier ist dann ein Baum und dann hat sie hier so eine Glaswand gebaut. Und da ist so etwas wie in einem Friseursalon. Da hat man auch immer so etwas. Und dann kann man die Haare so schön machen. Mega cool. Da sind zwei Spiegel. Dann ist hier noch so ein Tisch mit so einem Glas drauf. Und hier ist auch noch so ein Sitzplatz. Und jetzt gehen wir hier lang. Okay. Also hier hat es jetzt auch so abgetrennt, damit man da nicht so durch kann. Aber finde ich auch mega schön. Und ja, der Boden ist auf jeden Fall jetzt weiß und die Wände auch. Da ist noch eine Toilette in weiß. Hier ist ein Fenster. Dann ist hier noch so ein Teppich, der grau und weiß ist, gestreift. Und ja, hier sind noch so welche zwei Regale. Und da ist auch noch so ein Buch drauf in lila. Hier ist dann noch so ein Spiegel, hier ist dann noch so ein Waschbecken und hier ist noch so Handtücher. Und sie hat geschrieben, du bist so cool, oh mein Gott. Ich sag mal danke. Jetzt gehen wir mal hier lang und hier hat sie eine kleine Küche gebaut. Und auf jeden Fall ist der Boden jetzt hier der gemütliche Boden in grau. Und die Wände sind auf jeden Fall wieder weiß. Und hier ist ein Regal, da drauf sind Gläser, nämlich in lila, in blau, in so einem gelb und auch noch grau. Mega cool. Und ja, hier sind auf jeden Fall noch so drei Schränke in grau. Da ist noch ein Donut, hier ist ein Waschbecken und hier ist noch so Brot auf einem Holzbrett. Und ja, mega, mega cool. Und ich trade sie jetzt mal an. Ich gebe ihr auf jeden Fall das Pet-Egg. Und ja, das habe ich jetzt reingetan. Und das akzeptiere ich natürlich. Also ich finde ihr Haus echt richtig, richtig schön. So. Und natürlich akzeptieren. So. Ich habe akzeptiert. Sie hat auch geschrieben, oh mein Gott, danke. So, okay. Sie hat auch akzeptiert. Und ja, ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich dieses Pet-Wear hier. Was darfst du, musst es einfach Hashtag Knochen in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr die. Kommen wir nun zum Gewinn zum letzten Video.